dass wir nicht nur Gäste haben aus der Partei, natürlich die Ortsvereine, was besonders schön ist, die Ratsfraktion, die Landtagsfraktion, der Bundestag, die ehemaligen Regierungspräsidentinnen, so wie die AWO ist hier, die Falken sind hier, die Gewerkschaften sind hier, die Kleingartenfreunde sind hier. All darüber freue ich mich sehr und ich glaube, dass es gut ist, dass wir diesen Wahlkampfauftakt gemeinsam in einer so bunten Runde auch begehen. Wir wollen, dass das Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird, nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern als Programm, weil wir wissen und wollen, dass Gleichberechtigung mehr wert ist als in der Krise hinten angestellt. In der Bildungspolitik haben wir heute in der Zeitung gelesen, dass unsere Landesregierung heute verkündet hat, dass sie leider nicht mehr in der Lage ist, die Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten sicherzustellen. Liebe Freunde, für uns ist die Frage, ob Kindertagesstätten, ob Schulen oder Hochschulen beitragsfrei angeboten werden, keine Frage, was ist gerade in der Kasse, sondern eine Frage, eine Kernfrage unserer Bildungspolitik und eine Kernfrage der Frage sozialer Gerechtigkeit, der Teilhabegerechtigkeit und der Chancengleichheit. Ich plädiere dafür, dass Politik auch ein Risiko eingeht. Absolut. Wir müssen als Partei deutlich machen, wie die gesellschaftspolitischen Herausforderungen dort sind. Wir wollen, dass in sinnvolle Sachen investiert wird und dass auch in einer Krise investiert wird. Das ist eben ganz besonders wichtig. Wir können nicht sagen, wir gucken mal, wie wir durchkommen. Dann gibt es am Ende... Ich wollte nur sagen, in Deutschland haben nach der Revolution 1918 Männer und Frauen gleichzeitig das Wahlrecht gekriegt. Vorher gab es nur das Wahlrecht für Besitzende. Sehr wichtig, das zu sagen. So empfehle ich auch sehr, dass man zum Beispiel die Frage, Kerstin hat es angesprochen, von Gebührenfreiheit, wichtiger Punkt. Ich glaube, wir müssen dazu kommen, überall, dass das, was mit frühkindlicher Bildung beginnt, und die beginnt ja heute nicht mit 5 oder mit 6, sondern die beginnt sehr, sehr viel früher, dass das von da an gebührenfrei ist, übrigens einschließlich des Studiums, und deswegen gibt es keine Studiengebühren in Bremen und deswegen gibt es auch mit der SPD, so steht es in unserem Regierungsprogramm, keine Studiengebühren, weil wir auf dem ganzen Weg der Ausbildung die Bindung von Bildungserfolg und Bildungsgerechtigkeit an die soziale der Lage der Eltern entkoppeln wollen. Wir wollen, dass alle Kinder gleiche Chancen haben von der frühkindlichen Bildung bis zur Universität, einschließlich Lernmittelfreiheit in den Schulen. Das ist, glaube ich, die Richtung, die wir insgesamt gehen müssen. Aus Hannover magst du mitnehmen und immer auch an Hannover denken, denn auch wir sind auf dem rot-grünen Weg in Hannover schon seit vielen Jahren und haben hier Gutes auf den Weg gebracht. Und wenn Bremen und Hannover viel miteinander und voneinander lernen und gemeinsam machen können, wäre das gut. Ein bisschen haben wir die in das Päckchen gestellt.